So, meine lieben Freunde, das ist geschehen, YouTube. Herzlich willkommen zurück zu Sniper Ghost Warrior. Und wir nehmen heute mal unsere nächste Mission an und schauen mal, was sich da so verbirgt. Wir spielen Ratte in der Falle, folge Rakyls Hinweisen und finde Klosowitsch in der Nähe des Dammes. Das werden wir tun. Wie ihr merkt, wir haben schon ein bisschen vorgespielt hier, weil ich nebenbei nicht nur die ganze Zeit aufnehme. Ich will auch ein bisschen so nebenbei zocken. Und das ist dann dabei rausgekommen. Das Einzige, was ihr verpasst habt, ist, mein Bruder gehört zu den Bösen. Und der hat mir auch diesen Handschuh, also diesen, ihr wisst ja, ich habe ja diesen Helm aufgehoben in einer Folge am Friedhof. Den hat er mir aus der Hand geschossen. Er wird so mäßig gesteuert von dem ganzen Scheiß. So. Wie weit ist denn das weg? Ach so, das ist wieder... Ach so, das ist auf eine nächste Map wiederkommen, oder was? Ja. Ja, dann gehen wir da mal hin und schauen uns das mal an. Schalldämpfer und den ganzen Kram haben wir dabei. Reparaturwerkzeuge haben wir auch genug dabei. Und dann schauen wir mal, was diese Mission so hergibt, ne? Ein paar hochrangige Ziele haben wir auch schon ausgeschaltet. So ein bisschen mein Sound am Ohr leiser machen. Ihr hört das ja ein bisschen anders als ich. Ich höre das viel lauter als ihr. Witzig eigentlich. Da ist eine Wache gewesen. Ist aber nicht weiter schlimm. 700 Meter noch. Zum Glück sind die Fahrten nicht ganz so lang. 1000 Meter geht eigentlich. Arava Diadem. Ah, so, ist wieder in diesen Tunnel rein. Es geht wieder in diesen Tunnel. Ah, das hat wehgetan. Oh, jetzt habe ich mir gerade meinen linken Oberarm geklemmt. Oh, das tut weh. Muss man meinen. Hört ihr das? Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Meine Stoppuhr. Weil jede Folge muss ja ungefähr genau gleich lang sein. Und wenn sie das nicht ist, dann ist das immer ein bisschen doof. Immer so um die 20 Minuten. Apropos doof. Nee, gar nicht doof. Am 5.5. Ich weiß nicht, ob ihr das Video dann schon... Ja doch, das müsst, er wird ja heute hochgeladen. Am 5.5. wird bei mir Prey Let's Play. Prey. Das neue Prey. Machen wir in einem anderen Let's Play. Einfach mal wer... Shanda, ich mag das Lied. Akt 3 sind wir schon. Holy shit. Errungenschaft freigeschaltet. Feind meines Feindes. Ein Krieg ist so tödlich wie der Kampf zwischen Brüdern. Howard Zuber. Gott, bin ich gut. Kein Krieg ist so tödlich wie der Kampf zwischen Brüdern. Als ob. Komm einfach zur Sache, ich hab keinen Nerv. Wir wissen, dass Vasilisk Angst vor einem Amerikaner bekam, der den Steinbruch inspizierte. Du, John. Das verschreckte ihn derart, dass er Flostov zu einem sicheren Ort schaffte. Ich zitiere, schafft ihn in das alte Labor, wo sonst die Ingenieure gearbeitet haben, die Klosowitsch gefangen genommen hat. Flostov, dieser kostbare Wissenschaftler, den Mossad anheuern will. Ich habe mich gefragt, was die Separatisten mit ihm anfangen wollten. Aber jetzt? Jetzt bin ich praktisch sicher, dass er von der Gesellschaft 23 festgehalten wird. Himmel. Okay, also wer ist dieser Klosowitsch? Michael Klosowitsch. Politiker. Hiesiger Bürgermeister. Bis ins Mark korrupt. Ich glaube, Flostov hält sich in einem alten Labor auf, das er früher nutzte. Dort, wo die gefangenen Ingenieure immer gearbeitet haben. Also Klosowitsch ist unsere Lösung. Und ich weiß, wo sich Klosowitsch aufhält. Ich weiß nicht, ob es zu spät sein wird, um Robert zu retten. Wir können es nur probieren. Ende. Ja, weil das Problem ist, der Robert...
Autsch, lass mein Auto in Ruhe. Denn der Robert, mein Bruder, der wurde von diesen Leuten manipuliert. Der hat so eine Gehirnwäsche gekriegt, so eine leichte. Und wir müssen jetzt versuchen, den wieder hinzubekommen. Das ist mit unserem Bruder passiert und das habt ihr eigentlich verpasst. Also es ist nicht wirklich viel. Runter jetzt! Runter, runter jetzt. So, wir sind im Loch. Wieder ein neuer Unterschlupf hier. Aber sonst ist immer alles das gleiche. Wir gehen gleich zum Auftrag, damit wir hier auch nicht so viel verpassen. So, Party Crasher. Warte, Bürgermeister Klosowitz hat ein Treffen organisiert. Er macht Geschäfte mit der G23. Schalte Lev Trapsch aus, einen gesuchten Kriegsverbrecher, um Klosowitz zu verschrecken, so dass er untertaucht. Denk daran, löse keinen Alarm aus und töte den Bürgermeister nicht. Okay, alles klar. Ja, jetzt müssen wir den einen Typen, mit dem er sich trifft, umbringen, damit wir den, dem Klosowitz, den Haupttypen, Arschwasser machen. Raffinierter Rattenmistkerl. Er ist gerade auf seinem Weg zum Treffen mit Lev Trapsch. Trapsch? Einer unserer meistgesuchten. Der Bürgermeister wird von Schlägertypen begleitet. Die sollten nicht auch noch darin verwickelt werden. Am besten erledigst du Trapsch, damit sich diese Ratte von Bürgermeister wieder in sein Dorf verkriecht. Soll das Team sich dort mit ihm befassen? Gute Jagd. Ende. Ende. Ja. Ich glaube, das wird aber nicht zu schwer, den da irgendwie in sein Loch zurückzutreiben. Hier sind aber mehr Wachen unterwegs auf der Straße, merke ich gerade. Ups. Ist aber kein normaler Straßenweg, den wir hier fahren. Oh, hier geht's aber ruckelig zur Sache, wa? So. Hier muss der irgendwo sein. Ich kletter auf den Hügel und warte oben auf das Ziel. Verstanden. Erwarte Widerstand. Die Separatisten werden sicher Plätze für Schützen kontrollieren. Ja, werden sie auch. Da oben ist schon einer. Ich glaube, ich habe einen Schalldämpfer drauf. Zum Glück nur der eine da oben, oder? Ja. Hopfen wir hier mal rauf. Ah, hier sind Spuren. Ein Soldat, Patrouille. Gab es dieses Mädchen in Kosuri? Tascha. Verdammt heißer Hintern. Ihr Name war Natascha, aber alle in sie verknallten Jungs nannten sie Tascha. Das war kein Alarm, ne? Nee. Oh, ist das unsere Zielperson gewesen? Warum ist die rot gewesen? Ach so, der war rot, weil der fast den Alarm ausgelöst hat. Aber nicht, weil er die wichtige Person war. Ach, guck mal hier. Ja, wer ist denn da? Wer ist denn da? Schatz. Lol. Der hat mich voll auf den Kopf, habt ihr sie gesehen? Aber der ist irgendwie nicht gestorben. Körper mal plündern. Ich bin auf dem Gelände. Ende. Bestätigt. Warte auf mein Signal. Bestätigt. Warte auf mein Signal. Das war alt, ne? Ja. Okay, der hat gar keinen Ständer. Der hat keinen Ständer. Ziel gefunden. Da. Aber er hat Besuch und es wird da unten recht voll. Zivile Opfer sind nicht akzeptabel. Schieß nur, wenn du freie Sicht hast. Das schaffst du doch, oder? Ja, klar. So, wen von denen soll ich jetzt töten? Das ist mein Ziel.
Oh, Alter, müsst ihr euch mal vorstellen, ihr quatscht mit jemandem und dann kippt der vor euch um und hat ein Loch im Kopf. Ziel ausgeschaltet. Der Bürgermeister fliegt. Sie wissen, wo du bist. Verschwinde, bevor sie deinen Arsch durchlöchern. Oha. Oha. Okay, da sind Sniper, das heißt ich... Jetzt weiß ich das ja. Irgendwo von da hat einer geschossen. Genau, da ist einer. Der muss erstmal weg. Und dann ist da drüben einer. Da ist er. Ah, da ist ein Schütze auf dem Balkon. Oh, der muss auch weg. Und jetzt kümmern wir uns um das Target. 200 Meter. Oh, weg mit dem. Oh, das geht knapp über seine Glatze. Ins Nasenloch. Ziel ausgeschaltet. Der Bürgermeister flieht. Sie wissen, wo du bist. Verschwinde, bevor sie deinen Arsch durchlöchern. Mein sexy Arsch soll aber nicht durchlöchert werden. So, left trap is down. Das sind nur diese Spuren, die ich analysieren kann, die aber von dem gleichen Standardsoldaten sind. Der seine Patrouille läuft. So, haben wir geschafft? Jupp. Partycrasher haben wir geschafft. Meld dich bei mir, John, bevor du den nächsten Schritt unternimmst. Warum? Ich beobachte den Bürgermeister Klosowitsch und folge ihm zurück ins Dorf. Okay. Wir zappen erstmal zurück. Wenn ich seine exakte Position ausmachen kann. Du lässt es mich wissen. Es gibt keinen Grund, Zeit oder Munition zu verschwenden. Danke, Raquel. Endlich. Was ein wenig Höflichkeit schon alles bewirken kann, Soldat. Mit Vergnügen. Ende. Was ein wenig Höflichkeit. Hallo, Mr. North. Hier ist Gregor Meschke, einer von Kobas Leuten. Es tut mir wirklich leid, Sie nochmal zu stören, aber die Rottgelöwen brauchen erneut Ihre Hilfe. Ich habe versucht, Miss Chodatze zu erreichen. Sie wollte, dass Sie sich mit mir persönlich treffen, bevor Sie Ihren Auftrag beginnen. Sie sollten jetzt meine Position haben. Oh. Herr Bürgermeister. Entschuldigung, ich esse gerade nebenbei Kinderschokolade. Mikhail Klosowitsch hat Geschäfte mit den Separatisten in der Gesellschaft 23 gemacht. Er spuckt große Töne, ist aber ein absoluter Feigling. Finde ihn, halt ihn fest, mal sehen, was wir aus ihm rausquetschen können. Okay? Die Ratte sind... nice, können wir uns hinporten. In der Falle, John. Genau dort wollen wir ihn. Hol ihn dir, aber nicht zu doll. Nur ein wenig. Wir brauchen ihn lebend und in gutem Zustand. Um den Rest kümmere ich mich. Ich werde ihn zum Reden bringen. Klosowitsch Fang, befragen. Zum Versteck von Flossdorf und der Gesellschaft 23 gelangen. Ja, verstanden. Ende. Ziemlich viel, aber ich denke mir mal, wir kriegen das hin. Lokalisiere den Bürgermeister. Optional löse keinen Alarm aus. Das ist aber nur optional. Was wir auf jeden Fall machen, wir holen Wally raus. Mal gucken, was Wally uns so sagen kann. Wally findet die immer ganz schnell. Ich denke mir mal, der wird eh in diesem großen Haus da drinnen sein. Oder hier in dem letzten. Auffällig ist schon, dass hier so wenig Wachen draußen stehen. Na, sag ich doch, ein Sniper muss hier mindestens sein. Gerade bei dem hohen Turm hätte ich mir nicht vorstellen können, dass da nichts ist. Da ist wieder ein Feind. Was ist das für ein komisches Geräusch manchmal?
neue Spuren entdeckt. So, Wally kommt mal zurück. Eigentlich keiner in der Nähe, ne? Ne. Oh, ja, unseren Sniper-Kollegen da oben. Wartet mal, wie viel ist das? 20, 170 Meter, da machen wir 150. So, dann haben wir das Übelste, glaube ich, schon mal abgehakt hier. Wir könnten Minen legen, wir müssen da ein bisschen aufpassen. Wo haben die hier einen Hund, Alter? Hier sind Spuren. Das könnte aber Kampfstiefel, ein Soldat, das müsste der sein, den wir erschossen haben. Drecksköter hat's Maul. Warte, den haben wir noch nicht markiert. Oh Gott, das ist so ein fetter Gepanzerter. Ja, da müssen wir richtig Acht drauf geben. Wir können nämlich nicht alle töten. Gerade die Gepanzerten gehen nicht kaputt. Die Gepanzerten sind die schlimmsten von allen. Weil ich glaube, ich brauche zwei oder drei Scharfschützenschüsse, um den zu killen. Aber wir müssen mal schauen, wo wir hier am besten längs können. Da hinten latscht der Gepanzerte durch. Ich weiß nicht, ob er den vorne sehen kann. Hopp. Deswegen gehe ich mal hier hinten rum. Ich guck mal, ja, da oben komme ich hoch. Hier können wir längs, hier ist nichts. Hier ist wieder was Schönes Leuchtendes. Das plündern wir mal. Elektronische Teile sind immer Zucker. Hier ist ein Mörser. Das heißt, hier müsste auch eigentlich ein Feind sein. Immer beim Mörser ist normalerweise ein Feind. Hier ist eine runtergefallene Sniperwaffe. Die können wir kaputt machen, damit wir die mechanischen Teile kriegen, um wieder neue Sachen zu craften. Und ich denke mal, der ist in diesem Haus hier drin. Ja. Das habe ich mir nämlich schon gedacht, dass da einer ist. Warum können wir hier unten rein? Warum können wir hier unten rein, Leute? Das frage ich mich gerade. Warum können wir hier unten rein? Kommen wir hier nicht irgendwie raus oder so? Ach so, das ist... um von irgendwo reinzukommen, oder was? Ja, guck mal, wenn uns der Weg schon hier längs führt, das ist irgendwie so, ja, wie soll man das sagen? Das riecht schon nach dem richtigen Weg. Ich glaube, das ist, der ist hier drin in dem großen Haus hier. Da oben geht jemand. Er kommt hier aber nicht rauf. Feind muss in der Nähe sein. Begrenzung absuchen. Okay. Ich muss den Schlüssel finden. Frage ist, wie jetzt der geschafft, mich zu entdecken.
Fuck, jetzt müssen wir doch ein bisschen... Aber ist ja gar nicht so schlimm, ein bisschen Technik auch gar nicht so schlimm. Kann ich mich heilen? Nein. Ich will G machen, aber er macht das nicht. Das war, glaube ich, gerade der Schlimmste, dieser gepanzerte Typ. Haben die auch irgendwelche neuen Waffen? Nee, der hat nur eine Schrotflinte. Der hat gar nichts. Ah, sag ich doch, da ist er drin. Okay, der Außenposten ist safe. Das heißt, der Typ ist hier drinne. Lol, kommen wir da nicht rein? Okay, der ist da. Aber wir brauchen einen Schlüssel. Wo finden wir den Schlüssel von diesem Typen? Hier sind irgendwelche Sachen. Teddys. Verbandskasten. Vorrat ist voll. Also, wo ist denn unser Verbandszeug überhaupt? Da ist es auch nicht. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo unser Verbandszeug ist. So, wo sollen wir am besten den Schlüssel finden? Um da reinzukommen. Ah, da hinten wird es auch angezeigt. Da oben. Lol. Der Schlüssel liegt dort. Nur um so da reinzukommen. Können wir hier hoch? Ja, nice. Raquel, wo bist du? Jetzt haben wir ihn. Ich bin hier noch. Nicht doch! Warum bin ich hier? Was wollen Sie von mir? Wirklich, Michael? Sie sind nicht so dumm, oder? Sie kriechen der G23 echt in den Arsch. Sind Sie zufrieden? Sie werden uns alles sagen, was Sie ich wissen. Ich weiß gar nichts. Ich war nur ein Kurier. Ich habe Ihnen Gewehr und Munition geliefert. Manchmal habe ich diesem furchterregenden Mistkerl Vasilisk Gespielinnen gebracht. Aber das war's. Sie sind ein erbärmlicher Lügner. Machen Sie mich nicht wütend. Vielleicht habe ich ja von entführten amerikanischen Ingenieuren gehört. Amerikanische Ingenieure? Ja, Zivilisten. Sie reparieren eine Dame oder so. Aber mehr weiß ich nicht. Ich schwöre es. Flostov. Wen? Klingt bekannt, oder? Wo ist er? Ich hab noch nie von einem Flostov gehört. Scheiße, die Schmerzen. Aufhören. Flostov. Dr. Sergei Flostov. Raquel. Ich weiß nicht, wer zur Hölle das sein soll. Ich weiß es nicht. Das schwöre ich, bitte. Scheiß Lügner. Schein, aufhören. Sofort. Sie wissen, dass er lügt. Ich schwöre, ich lüge nicht. Ich kann es nicht fassen. Kümmern Sie sich selbst um dieses Chaos. Ich warte im Nebenraum darauf, dass Sie fertig sind. Solange Sie diese Schlampe von mir fernhalten, ist mir alles egal. Sie erzählen mir jetzt alles, was Sie über die Gesellschaft 23 wissen. Sonst kommt sie zurück. Verstanden? Nein, nein, nein. Okay, okay. Ich sag Ihnen, was ich weiß. Aber bitte ziehen Sie es raus. Was zur Hölle war das? Ohne ordentliche Motivation hätte er uns nichts gesagt. Erzählen Sie keinen Scheiß von Motivation. Sie wussten ganz genau, was Sie da tun. Hat es funktioniert? Man foltert keine Gefangenen. Das wissen Sie genau. Hat es funktioniert? Eine Gruppe Ingenieure, Amerikaner, wurden nicht weit von hier von Separatisten entführt. Wenn wir sie finden, finden wir die Gesellschaft 23. So einfach? So einfach. Sehen Sie, hat funktioniert. Kleine geile Perverse. Ja. Da wurde der Boy gefoltert. So wird's gemacht, liebe Leute.
Könnt ihr euch mal ein Beispiel dran nehmen? So. Wir zappen zurück. Noch nicht. Wir müssen erstmal den Ort hier verlassen. Den bösen Ort mit den bösen... Alter, habe ich mich gerade erschrocken, Alter. Holy shit. Mit den bösen, bösen ganzen Leuten. Aber wir müssen hier nochmal... plündern. Und dann sage ich, wenn wir hier aus diesem Chaos raus sind, sage ich trotzdem erstmal danke fürs Zusehen, YouTube. Wir sehen uns im nächsten Part von Sniper Ghost Warrior 3 wieder. Bis dahin sage ich tschüss. Und bis zum nächsten Mal.